Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. So, wie ich gerade sehe, stecke ich immer noch in dieser misslichen Lage. Ja, bei der ich jetzt mal gucken sollte, wie ich hier wieder rauskomme. Sehen. Ich glaube, wir sollten hier nicht versuchen zu wenden. Dafür ist es zu schmal, sondern wir sollten tatsächlich zurückfahren. Sei denn, es kommt jetzt was von hinten. Bei unserem Glück passiert das genau jetzt. Naja, aber ich denke mal, so könnten wir es hinkriegen. So, wenn wir weitermachen, haben wir gleich die Felswand geschrubbt hier. Ja, so zum Beispiel. So. Hier sollten wir rein. Ja, jetzt klappt es auch. 188 Kilometer haben wir noch vor uns. Kurzer Blick auf die Uhr. Ich weiß, wie lange wir fahren müssen. Und diese Folge kommt am Ostermontag. Ich hoffe, ihr habt gestern alle viele dicke Eier gefunden. Und ich zeichne am Samstag auf. Warum? Ostersonntag arbeiten, keine Zeit. Und ich will jetzt auch nicht mehr so viele Folgen im Voraus machen. Wir haben ja noch ein Ziel vor uns. Und dann gucken wir mal, was wir dann noch anstellen. So, irgendwie finde ich meine Sicht hier gerade so ein bisschen schief. Kann das sein oder täuscht das gerade irgendwie? Hä? So, irgendwie wäre es eigentlich angenehmer, aber... Nun gut, wir fahren eh wieder Henker. Wir wollten noch nach ganz oben, in den letzten Punkt der Weltgeschichte. Das war eng. Das war eng, das war sehr eng. Nehmen wir gleich mal die kurze Straße da rein. Gucken, wo es da hingeht. Ich bin ja nie schierig, ne? So. Da ist ein Parkplatz. Das wäre jetzt erstmal der Punkt, können wir da schlafen? Dann fahren wir da nämlich mal rein. Nämlich. Das funktioniert. Das ist eigentlich eine ganz geile Sache, dass das hier so hinhaut. So, einfach so stehen bleiben, Enter, schlafen. So, oh, wir schlafen und es regnet, warum auch nicht, hatte ich auch lange nicht mehr. So, wo sind wir denn? Okay, also hier geht es nicht mehr ganz so weit rein, das sollten wir aber trotzdem mal kurz abfahren. Dann haben wir das Stück weg und haben es mal entdeckt. So, Handbremse lösen. So eine Feldwald- und Wiesentour. Und wie ich uns kenne, Alter, die Straße war weg. Hängen wir gleich bestimmt irgendwo fest. Eieieiei. Der schöne LKW. Alter, wie kann man so einen Zufallsweg haben?
Alter Verwalter. Also wenn die Federn nach dieser Tour nicht kaputt sind, dann weiß ich es nicht. Alter, da kriegst du es aber im Rücken, du. Eieieiei, das macht die Wirbelsäule kaputt, ne? Junge, 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 das ganze Armaturenbrett wackelt. Meine Süße ist auf dem Lagerfeuer, hätte ich bald gesagt, auf dem Osterfeuer. Ich kann leider nicht mit, weil morgen früh um 3.30 Uhr ist für mich die Nacht rum, wenn ich da erst um 11 Uhr oder sowas nach Hause komme. Das wird nicht, da schlafe ich morgen auf der Arbeit an. Ich hoffe, dass es ruhig ist. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Wir müssen diese verfluchte Straße gleich auch wieder zurück. Was ich allerdings nicht verstehe, ich sag jetzt mal, das ist Gischt, dass, alter Verwalter. Sonst hätte ich gesagt, was ich nicht verstehe, wir fahren hier lang und es staubt bei Regen. Na, prima. Okay. Fahren hier einfach mal rückwärts rauf und drehen dann wieder. Doof oder was? Darum. Ich hab's gut gemeint, Schild. So, jetzt diesen Höllenweg wieder zurück. So kann man auch Zeit schinden, ne? Alter Schwede, wenn hier irgendwas hast, du kannst aber auch dein Fahrwerk ruinieren. Ich wollte gerade sagen, das ging in die Reifen. Ich bin eigentlich viel zu schnell hier für diese Straße. Aber das beweist, du transportierst dein Zeugs überall hin. Ich habe eben Nüsse gegessen, jetzt habe ich so einen leichten Hustenreiz, Mensch. Kann ja wohl nicht sein. Alter. So. Gleich hat uns die Zivilisation wieder, würde ich sagen. Gibt es wieder gesittete Straßen. Viel Matsch, hier kommst du schon kaum mehr vorwärts, ey. Alter Schwede. Ist
Ist das eine Mutten hier? Trailer schön über die Wiese gezogen. Naja, was soll's. Junge, 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 Junge. So, ich behaupte einfach mal, Entschuldigung, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Wir wollen zum Nordkap. Die letzten 188 Kilometer von hier aus, wir geben jetzt auch ein bisschen Gas. Wir werden auch gleich bestraft mit Blitzen. Doch nicht. Aber der hat einen kaputten Auspuff. Ja, hier sind die Straßen auch wieder human. Ja, und dann gucken wir mal, was wir als nächstes fahren. Wir fahren als nächstes in die Werkstatt. Ja, das nächste DLC, wenn ich es richtig gesehen habe, Italien, eine Italien-Erweiterung, könnte cool werden. Ich sehe da recht so richtig aufgepeitscht und ungemütlich sieht das draußen aus. So richtig nach Sturm und Regen und... Ah, ekelhaft. Und jetzt drin im Truck schön Heizung an. Wir sind zu schnell. Wir sind viel zu schnell. Mensch, fahr doch mal. Und so. Immer diese Raserei. Immer diese Raser. Geschichte hier. Hm? Alter, hier darfst du keinem entgegenkommen, du. Zu schnell unterwegs hier. Mensch, Mensch. Komm jetzt. Acht, ihr Tempomat rein. Und jetzt zuckeln wir hier mal gemütlich lang. So. Das war wohl nichts mit dem Tempomat. So, jetzt ist er drin, glaube ich. So, diese Geschwindigkeit ist jetzt hart an der Grenze. Irgendwie funktioniert der Tempomat nicht, habe ich das Gefühl. Wir werden trotzdem langsamer, oder täuscht das? Jetzt hat er gegriffen. Übrigens, herrlichstes Wetter draußen, immer noch 20 Grad. Also jetzt nicht hier in-game. Komm, das ist jetzt blöd hier. Ja, die Möwen freuen sich, wenn wir hier gleich mit unserem LKW in den Teich reinjagen. Dann haben die ordentlich was zu futtern hier, ne? Aber ich würde sagen, wir sind gleich erstmal am Ziel. So ein Nest am Ende der Welt. Es ist alles so eng hier.
dafür kommt die Sonne wieder hoch. Das ist doch schön. Ich kann Scheibenwäsche ausschalten. Tunnelwänden traue ich auch nicht weiter, als dass ich sie sehe. Ah, das ist doch herrlich hier, Mensch. Guckt euch das an. Ist das ein Panorama? So, Hunnigswag, genau, wir sind da. Wir sind angekommen. Und wir wollten jetzt links rum. Genau, zur Garage. Wir wollten eine Garage kaufen hier. In den Hügel reingebaut hier, ey. Unsere Garage muss hier irgendwo sein. Hier rein. Genau da. Die Polizei wartet auch schon auf uns. Ja, die riechen schon Lunte. So. Einmal kaufen. Enter. Eingabe. Und dann glaube ich, sind wir auch schon tatsächlich am Ende der Folge angekommen. Garagenmanager. Kleine Garage. Draußen kommt ein Flieger rein. Macht nichts. Aufrüsten. Jawohl. Und einmal Escape, dann sind wir drin. So. Genau. Jetzt müssen wir uns angucken, wo wir hinwollen. Oh, wir wollten noch einen höher. Das, die 35, das nehmen wir noch eben mit. Komm her. Das machen wir noch eben hier. Da lassen wir uns doch jetzt nicht lumpen. Ich dachte, wir wollten nur zur Garage kaufen, aber nein, weit gefehlt. Ein paar Meter geht es noch weiter hier an Ostern mit uns Chaoten. Also mit mir Chaoten. Ihr könnt ja nichts dafür, dass ich so fahre, wie ich fahre. Ja, ist gut, lass die Luke zu. So. Kam ist dann auch keiner. Ich weiß das, aber da kam einer. Was ist hier nur los? So, und hier jetzt die letzten 35 Kilometer und danach geht es auch wieder immer weiter. Wir fahren jetzt also wirklich bis an die Küste, dass überhaupt noch irgendwas wächst. Aber da sieht man, wie hartnäckig Pflanzen sind, ne, was die hinkriegen und ansonsten recht karge Landschaft, doch, das muss man so sagen. Ne? Da geht es auch rein, aber wahrscheinlich wieder zu irgendwelchen Bannlinien. Was sind das eigentlich hier für Tore? Was haben wir auch für dicke Mittelstreifen hier? Diese Raser.
So, und hier ist ein Hotel. Hier kann man tatsächlich pennen. Ja, sehr schön. Nordkap. Ich glaube, das ist wirklich der nördlichste Punkt überhaupt. Ne? Da geht es nicht mehr weiter. Ne? Hier geht es nicht mehr weiter. So, ich denke mir irgendwas für die nächste Folge aus. Wir bleiben jetzt erstmal ganz lecker hier stehen. Und gucken mal, was wir beim nächsten Mal machen. Also Motor aus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich über einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, klickt dann Daumen nach unten. YouTube ist es egal, für die zählt nur die Aktion. Ansonsten lasst ein Abo da. Ist natürlich völlig kostenlos. Klickt die Glocke, dann erfahrt ihr auch, wenn es was Neues gibt. Und in diesem Sinne würde ich mal sagen, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Mal und sage bis dahin erstmal ciao, ciao, macht's gut.